Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, diesmal von den Simplex-Wurf mal wieder. Ihr habt es bestimmt schon gesehen, ich weiß nicht, welches Video ich als erstes hochlade. Es gab heute oder gibt heute zum ersten Mal entkapselte Artemia-Eier, ja. Und bei den Roten wird da richtig fleißig drum gekämpft, aber hier, die sind nicht so begeistert. Also das Gegenteil, die sind wahrscheinlich eher nur Lebendesser. Aber ja. Hier unten sind ein paar, oh, da ist ein Teil hingeflogen. Die haben schon gelbe Bäuche gekriegt, weil sie ja fleißig die Eier verspeist haben. Aber die anderen stehen, glaube ich, eher auf Lebendfutter. Die kriegen nachher noch ihre Lebendfutterportion. Wie ihr seht, irgendwie stagniert das hier mit der Länge der Tiere, mit der Größe der Tiere. Ich bin ein bisschen besorgt, ich bin enttäuscht. Die sind jetzt 9 Wochen alt und es hat sich immer noch nichts in der Größe getan. Ich weiß es nicht. Ich habe ja im Becken ein Tier, was ich lange Zeit nicht gesehen habe und was ich jetzt wieder gesehen habe, was jetzt 1,5 cm lang ist erst oder 2 cm. Das hat sich auch irgendwie 2, 3 Monate nicht sehen lassen. Deswegen, ich habe noch Hoffnung, dass das normal ist, dass sie dann auf einmal einen Wachstumsschub kriegen, weil eigentlich kriegen die bei mir auch wirklich ausgewogen Futter und sollten auch dementsprechend schnell wachsen. Temperatur ist auch hoch genug, das ist ja auch ein ausschlaggebender Punkt. Grünzeug haben sie auch, um sich zu verstecken und um da Kleinstlebewesen zu suchen. Ihr seht, ich habe hier totales Algenproblem in dem Becken, in den anderen gar nicht. Ja, was ich aber bemerkt habe, wenn ich jetzt mal näher rangehe, ich weiß nicht, ob ihr das auch seht, dass die so von der Zeichnung her ein bisschen mehr geworden sind. Ja, meine Kleine ist im Hintergrund, die ärgert mich gerade hier. Ist nämlich kein Papa da, der aufpasst. Also ihr seht, die sind schon dunkler geworden von da. Ja, das rechts ist wieder ein Wetterbaby, was durch den Wasserwechsel reingekommen ist. Muss ich mal wieder umtopfen. Ja, ihr seht, die Tiere werden dunkler oder kriegen irgendwie so eine Zeichnung. Ich weiß nicht, wie man es nennen soll jetzt am besten. Die färben sich halt. Und die sehen so süß aus. Guck mal, der links, der guckt da so, oh, niedlich. Ja, alles in allem entwickeln sie sich aber super. Also man muss ja mal gestehen, das ist jetzt mein erster Simplex-Wurf, den ich sozusagen beobachte. Und die sind echt niedlich, ja. Die Augen und das Maul, das ist echt süß, oder? Und natürlich mache ich das ja auch, um euch teilhaben zu lassen, wie niedlich die sind, dass ich das nicht nur für mich alleine habe. Ich habe sie ja gezählt, sind so ca. 50 Stück gewesen. Mal schauen, was daraus wird. Ich werde ja immer wieder gefragt, ob ich auch Nachzuchten dann abgebe. Ja, die gebe ich ab, aber natürlich erst, wenn die Tiere ausgewachsen sind. Ich kann die ja jetzt hier nicht mit einem Zentimeter euch geben. Und ja, ihr wisst ja nicht, was es aus Männlein oder Weiblein ist. Es soll ja auch eine gute Gruppe entstehen später und keine, die ja nicht passt. Also, wo beispielsweise zu viele Weibchen sind. Das ist ja bei den Simplex genau andersrum wie bei den Bettas. Ja. Ich lade euch auch hier in diesem Video einmal auf meine Webseite ein, falls ihr da mehr Videos noch sehen wollt und vielleicht die restlichen verpasst habt oder Fotos sehen wollt oder allgemein zum Betta Simplex mal was nachlesen wollt, lade ich euch recht herzlich auf meine Webseite ein. Die findet ihr unten in der Videobeschreibung. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr mich darüber auch über das Kontaktformular kontaktieren. Ein schöner Satz. Und ja. Ich würde mich freuen über einen Daumen nach oben, ein Abo, falls ihr noch kein Abonnent dieses Kanals seid. Das würde mich sehr freuen, falls ihr euch da weiterhin für interessiert. Dann kriegt ihr eine kleine Benachrichtigung, wenn ihr auch die Glocke aktiviert. Und dann verpasst ihr auch kein Video mehr. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag. Tschüss!